Grabowski, Jürgen Grabowski, Netzer, Netzer für Heinkes. Breitner, Müller, jö, hat er das herrlich gemacht. Die Schweden praktizierten bisher jenes Spiel, mit dem sie in der Weltmeisterschaftsqualifikation Erfolg gehabt hatten, eben gegen Österreich auch im entscheidenden Spiel in Gelsenkirchen. Sie verlassen sich auf Konterschläge und diese sind ihnen in den ersten 45 Minuten recht gut gelungen. Immer wieder durch Sandberg, aber auch durch Thorstensson und Cintral. Berti Vogts, Hoeneß. Für mich bisher der beste deutsche Spieler. Und sollte man diesem Uli Hoeneß das Tor offiziell zuschreiben, er hätte sich's aufgrund seiner Leistung auch verdient. Das ist Björn Andersson. Thorstensson. Gran. Günter Netzer. Und wieder ein Fehler von Netzer. Unpräzises Spiel des Realstars auch in der deutschen Nationalmannschaft. Jedenfalls bisher nicht so überzeugend, wie es sich seine Fans gewünscht hätten. Und das ist das Symbol letzten Einsatzes gewesen von der Nummer 5 von Björn Andersson, dem linken Verteidiger der schwedischen Mannschaft. Grabowski. Gran. Tapper. Wieder Gran. Ja, jetzt könnte er schon bald einmal treffen bei diesen Versuchen, sofort zu schießen. Breitner. Netzer. Breitner. Hoeneß. Hoeneß für Heinkes, müsste das 2:0 sein. Jawohl! Jupp Heinkes, 2:0 für Deutschland. 2:0 durch Jupp Heynckes. Der Mönchengladbacher hat in der 58. Minute auf 2:0 erhöht und ist somit für mich doppelter Torschütze in diesem Spiel. Der Pass kam diesmal eindeutig von Uli Hoeneß. Von jenem Mann also, dem man das erste Tor hier zuschreibt. Deutschland beweist jedenfalls, dass diese Mannschaft, auch wenn sie nicht hundertprozentig spielt, dass sie doch eine Klasse für sich ist, dass sie zu Recht als einer der Favorites des kommenden Endrundenturniers geführt wird.
Hoeneß. Guter Pass für Berti Vogt. Wieder Vogt. Die schwedische Abwehr jetzt unsicher. Die Tore haben sie doch getroffen, und zwar schwer getroffen. Gran. Guter Schuss von Gran. Sepp Maier hat, glaube ich, noch berührt. Schauen wir uns das nochmal an. Jawohl, Sepp Maier hat abgewehrt. Eckball also für die Schweden. Mannschaftskapitän Musse Larsson wird diesen Eckball treten. Ja, und das war eine Unsicherheit von Maier, eine Unsicherheit, die die Schweden bisher nicht ausnützen konnten. Eiderstedt, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Gran. Unerhörtes Arbeitspensum von Uli Hoeneß, zu Unrecht jetzt auf Abseits erkannt. Hat sich der französische Schiedsrichter Kitapchan jetzt geirrt. Jan Olsson, Kuhlmann, Netzer. Müller. Müller heute noch nicht in Erscheinung getreten, aber das kann ja noch kommen. Bei Müller geschieht das zumeist nur in den Augenblicken, in denen er eben Tore erzielt. Sandberg. Beckenbauer lässt sich auf nichts ein. Eckball für die Schweden. Deutschland führt jedenfalls in der 63. Minute mit 2:0. Ja, und für solche Eckbälle fehlt den Deutschen heute eben Edström. Großes Pech jetzt von Sandberg. Das Ganze noch einmal. Maier wehrt zuerst ab. Herrlicher Kopfball, und Sandberg hätte eigentlich dieses Tor machen müssen. Irgendwie hat Maier noch reagiert. Jetzt also eine gute Möglichkeit auch für die Schweden, die sich bisher tapfer gehalten haben, die durch das 2:0, durch das rasche 2:0 nach Seitenwechsel etwas durcheinander geraten sind. Uli Hoeneß. Motor der deutschen Mannschaft, eindeutig, einwandfrei heute. Netzer, Gran. Gran für Sandberg. Musterbeispiel des schwedischen Konters, aber der Pass war schlecht. Grabowski. Beckenbauer fast lässig das Spiel der Deutschen, aber umso wirkungsvoller. Stangenschuss und noch einmal Stangenschuss. Innerhalb von wenigen Sekunden Stangenschuss von Beckenbauer und Stangenschuss von Gerd Müller.